Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mittelerde Motorschatten neben mir der Drachenbursche. Neben mir der Len16, der leider wieder den Controller übernommen hat, wie bei allen geraden Parts ab sofort. Ich habe immer die ungeraden Parts. Ja. Ich sehe da vorne, da ist irgendwie ein Ziel. Da ist ein Boss. Das ist einer von denen. Du bist bereits halb tot. Dein Tod ist ein Akt der Gnade. Das ist einer von den Bossen. Also einer von den Kommandanten. Aber kein besonders starker. Ich glaube, das war Kopfplatzen lassen. Meinst du? Mhm. Stimmt, das war noch nicht die. Aber. Na egal. Das war auf jeden Fall gut. Wuhu. So schnell haben wir, glaube ich, noch keinen von denen gekillt, oder? Na doch, den einen, den wir letztes Mal von hinten ermordet haben. Ja, aber da hat es aber lange gebraucht, um hinzukommen. Das ist richtig. Deswegen grüßen wir heute auch die Lilly. Und den Yoshi. Bei Lilly handelt es sich um eine Katze, bei Yoshi um einen Hund. Komischerweise. Ja, ich dachte um einen Dino. Ja, das war sehr schön. Ja. Wir werfen Speere auf dich übrigens. Wird mal Zeit, dass wir wieder öfter solche Bosse erledigen, weil dann kriegen wir Machtpunkte und diese Machtpunkte schalten wir die richtig coolen Fähigkeiten erst frei. Ach, diese Fernkämpfer sind immer die, die rot leuchten im Kampf. Ja. Ah, haben wir wieder was gelernt. Letztes Mal war ja sehr spannend mein Kampf da. Musste ich ja wirklich mich sehr anstrengen, dass ich Dein da gewinne. Kampf, ja. Aber ich hab dann doch gewonnen. Oh, diese Fernkämpfer. Ja, die sind nervig, weil die Kombi immer unterbrechen. Du könntest natürlich jetzt. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Vielleicht mit X hin? Ja, nee. Gut, so geht's auch. Boah, der ist halt. Ich glaube, es wird eine lange Schlacht hier, lieber Len. Ach komm. Vorsicht, Caracas. Naja, ups. Das Viech halt. Würde ja, weggehen. Ich suche dabei die nächste Mission. Ja. Ah, da ist Information. Information? Information und dann gehen wir zu dem, was du eigentlich machen wolltest. Eigentlich, ja. Es hat sich ein bisschen verzögert. Aber ich hole mir erstmal die Information, die irgendwo links neben mir ist. Mhm. Ach komm. Ich glaube, du... Ja, ich weiß, ich habe kein Leben mehr. Du hast kein Leben, Len. Ach komm! Blödes blödes Biest, du! So, Len zeigt uns mal, wie es nicht funktioniert. Und jetzt? Linke Stick in die... Was, der killt instant? Ha, wenigstens ist Len auch mal gestorben. Halt die Klappe. Ich bin jetzt nur gegen Sie haben wieder irgendwelche Leute mehr Macht bekommen, warum auch immer. Ah. Gestorben, den haben wir ja gekillt. Richtig. Ach, warum die bekämpft... Die bekämpfen sich gegenseitig. Was? Der wird gefährlich, der Giftige. Gorgum, der Giftige. Unter den Uruks herrscht ein ständiger Konkurrenzkampf um die Herrschaft. Im Laufe der Zeit erhältst du Kampfberichte, die die Ergebnisse aller ungelösten Machtkämpfe aufführen. Na, jetzt wissen wir immerhin, wie der ausgegangen ist, der Machtkampf. Nasu, der Brecher. Ist aufgestiegen. Aufgestiegen. Und da kommt ein neuer, unbekannter Hauptmann hinzu. Jo, der wurde zum Hauptmann befördert, nachdem du das zeitliche... Na, unten liegen immer noch ein paar Tote, das ist gut. Nö. Ja. Zum Spiel zurückkehren. Bietet sich durchaus an. Was ist das für eine magische Kraft, mit der du in ihren Geist dringst? Das ist nichts Gewöhnliches. Es ist die Macht, Schrecken unter den Dienern des Feindes zu sehen. Es ist die Macht, die zu jagen, die dem dunklen Herrscher folgen. So, ich will. Da ist schon der nächste Bosskampf übrigens, direkt an deiner Seite. Hier meinst du? Ja. Fest mal. Nasu, der Brecher. Ja, den kennen wir ja schon. Das ist der Typ, der uns immer so angekotzt hat. Jupp. Ah. Verdammt. Also einmal Waffen und Runen, da kann man. Ah, da können wir uns eine neue kaufen. Aber wir haben noch keine Rune, oder? Doch, wir haben ja eine neue Rune. Ah, stimmt, wir haben ja genügend gekillt eigentlich. Yep. Und zwar haben wir. Erhöht den durch Waffen verursachten Schaden bei Angriffen von hinten um 15. Ja, doch, das ist schon nicht schlecht. Kann man mal vorübergehend reintun, ne? 15% ist halt nicht viel, aber. Lohnen tut sich schon. Und was ich dann noch schauen wollte. Saurons Armee war es. Der Brecher. Gegen wen? Gegen den Brecher, ne? Genau, der Brecher. Ich glaube, ich war sogar zweite Reihe, oder? Ne, das ist der Giftige, der links Giftige, daneben. Der will jetzt den Nächsten angehen, aha. Ja, der Giftige, der ist auf dem Weg nach oben. Stärken und Schwächen. Furcht vor Karagor. Tipp, er lehrt jetzt Schaden durch Kampftodesstöße. Kann durch Kampftodesstöße verwundet werden. Okay. Okay, also lohnt sich auf jeden Fall im Nahkampf, oder ist ein Karagor gewesen gerade? Ja. Achso, da muss ich ja erstmal annehmen. Richtig, also du musst den Auftrag erstarten. Ja. Na, schaut doch nicht nett aus. Nicht gerade schwach, der Herr. Wir dürfen tun. Es ist Zeit für ein Festmahl.
Genießt es, ihr Maden! Das ist kein Uruk-Blut, was da klebt. Du kannst sie herlocken und dann ins Feuer schießen. Sie müssten dich ja eh bald sehen. Oder du schießt ins Grogfass. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt von... Ja, das hat er gecheckt. Eine von euch Maden muss sich um den Eindringling kümmern. Ich will in Ruhe trinken. Jetzt rennt er noch weg, der Sack, oder was? Tja, das kann er eben haben. Schildtyp. Na, Len macht das sehr geschickt. Verdammt. Ah, ich hab doch Doppeldreieck gedrückt. Irgendwer hat dich vergiftet. Alter. Ach, der kann irgendwelche Giftspeere werfen. Oh, der Len ist schon wieder. Oh, weia, ging das schnell. Ich glaube, der hat gleich noch mehr Macht, wenn der Len 16 nicht aufpasst. Oh, noch ein zweiter. Jetzt würde ich erst recht abhauen. Meine Opfer fast tun. So viel weniger Hoffnung. Holy und so viel mehr Verzweiflung. Also gegen zwei würde ich sagen, du kannst das Karaga. Ich schau mal. Wow, Doppelkonter. Hast Schmerzen. Ach, Nummer drei. Komm. Nein, es sind nicht drei, es ist derselbe. Ach so. Ich habe ihn nur wehgetan, deswegen. Ach so. Er hasst Schmerzen. Konter. Oh, jetzt hatte ich wieder irgendwas vergiftet. Was? Daneben, falsche Taste. Nein, ich hatte die richtige Taste, aber zu spät. Echt? Wenn du den Tod wünschst, komme ich dir gern zu Hilfe. Das war gerade nicht sehr fair. Nee. Deswegen sollte man sich auch vielleicht nicht direkt ins Getümmel stößen, wobei das schwer war an der Stelle. Hat mich getötet, Macht angestiegen. Ja. Wir sterben irgendwie mittlerweile häufiger, habe ich das Gefühl. Mhm. Tja, und damit. Ja, mehr Macht. Festmahlen. Die Macht angestiegen. Schon wieder? Aber wenn sie Macht ansteigt, dann bringen sie uns immerhin mehr, wenn wir sie killen. Ja, aber sind auch schwerer zu killen. Duell. Das ist wiederum richtig. Ah, da will er mit dem unbekannten Hauptmann. Und? Den unbekannten Hauptmann hat er umgenietet. Warum der Giftige, der arbeitet sich voran. Mhm. So, jetzt machen wir... Nein, jetzt machen wir noch gar nichts. Der Hosche, der Frevelhafte, wurde befördert. Und noch ein Machtmann geht nach Hauptmann. Ein Hauptmann, ja. Ein Hauptmann bekommt mehr Macht. Ja. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Tja. Was ist mit ihm? Vergeltungsziel. So der Brecher. Ja. Wir machen jetzt endlich mal das. Ich verstehe diese Kräfte nicht, Geist. Was wir machen? Ich verstehe nicht, was mit mir passiert ist. Okay. Aber das ist genau wie bei anderen Spielen, dieses Elder Scrolls Phänomen nenne ich das immer gerne, wenn man eigentlich mal einer Quest folgen will. Waffe einsetzen, die man mir in die Hände legt. Und dann trotzdem immer drei andere Sachen macht. Einsatz unser Feind zurückschrecken wird, um den Sieg zu erlangen. Ich will nochmal kurz gucken, wie man rumgeht. Am besten rechts rum. Müssen ebenso erbarmungslos vorgehen wie er. Boom! Immerhin kann Len noch schön springen. Ja, das kann ich. Das, also dafür, dass du gerade wieder von den Toten auferstanden bist. Nicht schlecht. Yep. Ah, die Quest ist ja hier direkt um die Ecke. Yep. Ich vermute mal, wir müssen für ihn einen Hauptmann ausschalten, damit er wieder nach oben klettern kann in der Rangliste. Zu verlockend, oder? Yep. Das andere waren Ghule. Muss da noch näher dran. Ist die... R1. Ist die? Ist die Aufgabe gerade hierher geflogen? Nee. Ich bin nicht dran vorbeigegangen. Du bist eindeutig dran vorbeigegangen. Ich dachte, die wäre an mir vorbeigeflogen. Nee, aber Redbacks Machthunger wächst beständig an. Damit steigt auch sein Nutzen für deine Zwecke. Halte ihn am Leben und er bringt dich einen Schritt näher zur schwarzen Hand Saurons. Interessant, interessant. Das klingt nach einer spannenden Quest auf jeden Fall. Oh ja. Wobei die Quests ja eigentlich alle im Moment ziemlich spannend sind, finde ich. Die Hauptquests. Oh, Redback. Das war jetzt aber nicht Redback, oder? Nee, Redback kommt ja erst. Das nennst du ein Duell? Nein, das ist ein verlorenes Duell, du Narr! Hierhin? Ist das gut? Ich nehme mich einfach hin. Redback ist so unfähig. Oh Mann, hätten wir uns nicht einen schlaueren. Beeilen wir uns, sonst verliert er seinen Kopf. Irgendwie verlockend, nicht wahr? Leicht asynchron? Ja, ganz, ganz wenig. Blende die Augen und das Biest sieht dich nicht kommen. Bogenschützen killen erst. 3-4 Minuten hast du. Nee, ist ein Dampf. Ah nee, der ist davor. Kannst dich auch zu ihm hin beamen.
Nee, will ich gerade nicht. Ich treffe auch so. Denn 16 unser Sniper hier. So. Gibt's noch ein paar? Ja, einer lebt. Da ist noch einer. Hinterm Turm. Kann ich mich zu dem porten? Nee, nein. Muss darf nichts dazwischen sein. Ja. Aber die schauen eh alle in die Mitte, deswegen sollte das nicht so problematisch werden. Hier gibt's sogar noch Pfeile für dich zum Mitnehmen. Was war das für ein Geräusch? Uninteressant. Uninteressant, ihr habt gerade eine Hinrichtung. Diesmal bist du dran. Wir haben schon lange keine gute Hinrichtung mehr gesehen. Oh, da sind welche mit Schild in der Mitte. Die Schildkerle waren ja immer ein bisschen gefährlich, muss man sagen. Es könnte zurückkommen. Len ist gerne in der Geisterwelt unterwegs, ich überhaupt nicht. Was? Len ist gerne in der Geisterwelt. Alter! Du Vollpfosten! Warte, machen wir kurz den Geist der Welt. Was? Da gab es nämlich Informationen über R3. Ich sollte weniger Grog trinken. Klick mal den, genau. Grog. Er leidet Schaden durch Explosionen und durch Kampftodesstöße verwundet werden. Hm. Okay. Wie kann man ihn zum Explodieren bringen? Das Feuer. Nee, das ist kein Feuer. Naja, leider nicht. Ich glaube, sie haben entdeckt, dass du da... Ja, ich weiß. Sie sind aufmerksam. Ja, lass dich auf der Seite... Das ist genau das Problem, was ich vorhin auch hatte. Manchmal ist es mit dem Klettern noch ein bisschen... Ein bisschen unausgegoren. Ganz, ganz bisschen. Also das ist ein Anführer auf jeden Fall. Und Redback lebt noch circa 2 Minuten. Ja. Dann macht sie erst nochmal einen Überblick über die Lage. Wir haben sie auf jeden Fall nervös gemacht schon mal, das ist schon mal gut. Das große Problem wird der Haupttyp sein und dass wir Redback beschützen müssen. Hast du irgendwas Gutes gefunden? Ja. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Tja. Ja, so geht's natürlich auch. Oh, das ist ja sogar. Verdammt. Ja. Aber er geht weg. Hier treibt sich wohl ein Mörderreich. Seht ist mal nach. Ein Feuer? Nee, ich sehe keins. Den Uruk habe ich eh gehasst. Die sind auch so nett immer zueinander, die Uruks. Ja. Oh, ich sehe da hinten etwas Feines. Ja, noch lacht er. Ah, den mit dem Schild solltest du auf jeden Fall erwischen. Weil der würde auf jeden Fall, glaube ich... zum Beispiel. Meine ich auch. Und den da drüben auch noch. Den hier? Genau, weil die würden die Hauptprobleme gleich machen. Ich werde dein Inneres nach außen kehren. Jetzt ist es mir auch egal, jetzt sind die Starken weg. Ja, sag das nicht, vorhin kamen dann zwei auf einmal. Ja, aber das kann man ja nicht erahnen. Nee, das war ja auch eine Hauptmission. Aber wenn man die Kämpfe lange hält, dann kommen oft nochmal mehr dazu. Also ein bisschen jetzt vielleicht der... Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich hätte ihn verletzen können, ich weiß. Jetzt, ja, egal. Ich habe noch keine Aufladung. Jetzt. Das hat ihm aber wehgetan. Ja, richtig. Gar nicht mal so, aber... Er ist ja anfällig dafür. Achso, er ist sogar anfällig dafür. Ja. Also, du hörst mir auch nie zu. Nee. Nicht oft genug. Oh. Einführung Hauptmänner verhören. Ach, das konnten wir vorher noch gar nicht. Ah, deswegen ging das vor. Mhm. Ah, okay. Lass den Henker am Leben. Er kann uns den Weg zeigen. Okay, geht jetzt erstmal die anderen außen raus. Ach, du Wichser. Ja, der gibt dich. Ja, oh, ich sehe nicht mehr, gegen wen ich ob's verteidigen muss, wenn ich vergiftet bin. Echt? Ja. Oh, das ist... Ah, doch. Hä? Gerade eben vielleicht noch nicht. Greift von hinten an! Nein, du gehörst mir. Du wirst verhört. Jetzt leidest du! So, und dann sammeln wir mal Informationen über ihn. Ah, jetzt können wir mehr über die Hintermänner erfahren. Ja, Häuptlinge. Häuptling ist der einflussreichste Rang der Uruk-Streitmacht. Hauptmänner streben danach, zum Häuptling aufzusteigen. Einige werden dafür morden und sowohl Freund als auch Feind in den Rücken fallen. Andere versuchen als Leibwächter eines Häuptlings dessen Gunst und Schutz zu erlangen. Gut zu wissen. Nett. So, aus diesen Verbindungen lässt sich schließen, dass Brock der Leibwächter eines unbekannten Häuptlings ist. Okay. Aber Brock ist so weit oben gewesen. Ja. Lol. War ein harter Brocken.
Informationen über den Häuptling. Das schadet auf jeden Fall nicht. Mockt der andere Zwingling. Ach so. Wollte sagen, der sieht ihm doch so ähnlich irgendwie. All die sehen ja generell unterschiedlich aus, die Uruks. Ja, nee, aber die sahen sich schon sehr ähnlich, deswegen. Um Informationen über einen Häuptling zu erlangen, musst du einen Hauptmann oder einen Wurm verhören. Wenn du einen Häuptling hervorlockst, während auch seine Leibwächter erscheinen. Werden auch seine Leibwächter erscheinen, um ihn zu beschützen. Okay, uncool. Absolut uncool. Um einen Häuptling hervorzulocken, musst du einen Entscheidungskampfauftrag ausführen. Diese Aufträge findest du in der Nähe seiner Festung. Okay. Denk daran, sieh dir die Stärken und Schwächen deines Ziels an, wenn du deinen Angriff planst. Da können wir jetzt nochmal, da können wir noch die Eigenschaften von ihm anschauen. Er leidet Schaden durch Kampf-Todesstöße. Ich glaube, das ist genau dasselbe wie sein. Ja, das sind ja auch Zwillinge. Es wäre auch irgendwie unlogisch, wenn es nicht so wäre. Er leidet Schaden durch Fernkampfangriffe. Das ist wiederum sehr praktisch. Markieren wir ihn mal als Ziel. Vom Spiel eh so gewollt, glaube ich. Ja. Plopp. Gemeinsam sind wir zwei unschlagbar. Geh, bevor ich meine Meinung ändere. Was ist mit unserer Abmachung? Damit ist es vorbei. Oh. Na gut, dann. Ich dachte nur, dass wir... Halt! Halt! Waldläufer! Sieh mal! Wenn der Häuptling von meinem Sieg hört, wird er mich zu seinem Leibwächter machen. Und was wird mir das nützen? Ein verräterischer Leibwächter? Ich kümmere mich um einen Häuptling für dich. Und du tötest die anderen vier allein. Dann sehen wir uns am Trainingslager wieder. Ich bringe dir meinen Häuptling mit und du hast leichtes Spiel. Was sagst du dazu? Versuch nur diesmal nicht wieder den Kopf zu verlieren. Klar, werd's versuchen. Orks. Wunderbar. Wunderbar. Wundertoll. Wundertoll. Also ich finde diese Dialoge sind echt klasse. Duell, Red Bang, der Feigling gegen Brock, der Zwilling. Spoiler! Red Bang hat gewonnen. Sagen wir, Red Bang hat gewonnen. Hat ihn umgebracht. Naja. Haben wir zumindest den Auftrag abgeschlossen. Wir haben keine Machtpunkte bekommen? Ja, das ist echt komisch, obwohl... Ja doch, ich glaube, wir kriegen schon immer Machtpunkte für ihn. Trotz seiner Unfähigkeit hat uns dieser Redback in der Befehlskette nach oben gebracht. Er hat ein Talent für das Scheitern. Der Hauptmann sagt, der Grabwandler sei in der Nähe. Plus 40 Macht. Oh, fast. Fast wären wir aufgestiegen. Fast aufgestiegen. Schauen wir die Häuptlinge, 0 von 4. Schauen wir nochmal, finden wir hier irgendwo in der Nähe, da ist eine Rächer. Blutrache für... Heart Attack 7711. Ich glaube, es wäre eher ein natürlicher Tod bei ihm, aber. Jagd. Greife Hoshu, der Frevelhafte. Auf der Bestienjagd an. Wollen wir? Ja, machen wir mal. Dann zeigen wir mal, wie Schnellreise aussieht. Weil ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Sieht das vielleicht irgendwie so cool aus wie bei Lego der Hobbit? Ja, mindestens. Nein, schade. Lego der Hobbit hat eindeutig die coolste Schnellreise, muss man sagen. Töte die Häuptlinge. Müssen wir alle vier Häuptlinge töten. Aber zumindest Hauptmission. Das heißt, wenn wir sterben, rückt wahrscheinlich kein neuer nach. Vermute ich mal. Wäre ja ein bisschen... Ja, es wird das Spiel auf jeden Fall länger machen. Mhm. So, haben wir irgendwas zum Freischalten? Nee, haben wir erst, wenn wir wieder einen Rang aufsteigen. Attribute können... Nee, nein. Können wir auch nicht. Das kostet deutlich mehr. Das kostet alles um 600, 800 oder so. Und wir haben gerade mal 125. Ja. Miriam... Warte, da ist Mirian, oder? Was? Sehe ich das ist richtig? Ach, das ist ein Artefakt, oder? Ach so, das... Hier ist irgendwo ein Artefakt. Nee, Artefakte sind diese Viereckigen-Dinger. Das hier ist nochmal irgendwie nochmal was anderes. Weiß nicht genau, aber was ist das? Das Klettern ist echt nicht gut. Ithildin. Ich hörte einiges klar. Da oben. Ja, ich sehe es. Ich versuche nur irgendwie... Ja, das war keine Kritik. Belohnung. 50 Millionen. Oh, okay. Okay.
das ergibt dann irgendwann ein Bild, so wie bei Assassin's Creed die Wahrheit. Ja, so in der Art. Natur. Ach, Gule. Ich habe es aufgegeben. Du hast aufgegeben, da bin ich ja froh. Man kann es auch übertreiben. Das ist Ithildin, Sternenmond. Es wurde aus Mithril geschmiedet und trägt die Erinnerungen an alte Zeiten in sich. Das Wissen darin kann gut oder verdorben sein. Ja, man weiß immer ungefähr, wo das Zeug sein muss. Das wird ja mehr so angezeigt. Ja. Das ist eigentlich ganz cool, deswegen kann man das Zeug auch sammeln gehen, wenn man drauf Bock hat, weil man dann ungefähr weiß, wo es ist. Und jetzt den anderen mit dem... Hab ich doch gemacht! Leider! Ach, man kann einfach mit... Wenn man Kreis gedrückt hält, kann man ihn einfach das Leben aussaugen. Hm. Das wusste ich noch nicht. Das ist praktisch, da können wir ganz schnell unsere Lebensenergie wieder auffüllen. Das Artefakt hättest du gerade eben noch holen können, aber... Ich wusste gar nicht, dass eins ist. Oh, der arme Sklave. Ah ne, der lebt sogar noch. Ich kann B drücken, also Kreis drücken oder Kreis gedrückt halten. Genau. Und dann noch hinterher. Oh, schade. Und damit dann den Kombi beenden. Die Sklaven machen den eh schon fertig. Können die Sklaven den auch killen? Naja, die können ihn nur zu Boden reißen. Du leidest gerade den... Ah ne, den lässt du gerade leiden. Ah, so lässt man Köpfe platzen. Ja. Schön, dass wir das auch noch gelernt haben. Ja. Schön. Na komm, kletter, du Sau. Wo ist es jetzt? Irgendwo hier ist es jetzt. Vermute mal eher oben, oder? Da ist... Ne, das ist Feuer. Das ist Feuer. Komisch, man wird Feuer angezeigt, machen wir nicht. Ah ja, da oben ist es. Da oben ist es. Meinst du? Ja. Ich sehe zumindest. Wird das sein, weil es ist ja... Im Zweifelsfall immer auf dem höchsten Turm. Ja, ich glaube rechts war was. Ich glaube, ich habe rechts was gesehen. Ja. Ja. Habe ich mich nicht getäuscht. Schauen wir, was wir diesmal Schönes gefunden haben. 50 Mirian. So. Oh, was ist das? Eine tote Krähe. Krähe, Rabe. Da ist es. Wo rauscht es denn? Ach, da kann man sogar ranzoomen. Im Magen, dachte ich, aber es ist ja nee, nur... Hinterseite. Da ist es. So. Na. So, das könnt ihr euch jetzt anschauen. Wir machen wieder zurück, oder? Das zieht sich sonst, glaube ich, ein bisschen. Ihr könnt euch ja kurz auf Pause machen, dann seht ihr es. Ich rieche etwas. Sie sind kann er denn jetzt wieder stehen? Nein, so. Kann er nicht. Feinde unterschätzt. Sie wurden zu einem Zweck erschaffen. Bringt die Erfahrung. Der Menschen eine letzte Sache noch. Hm? Was fehlt noch? Verdammt, der ist durchgerannt. Ist schon durchgegangen. Der ist völlig durch. Noch? Nein! Jetzt geht er wieder auf die Seite. Nein, tut er nicht! Ah! Doch, der kommt doch. Doch, natürlich kommt er da raus. Na? Da kommen noch mehr. Da kommen noch... Ja, ich hätte Anschläge. Die anderen haben gerade durch die Wand durchgecheckt, dass du da bist. Nein! Warum hast du nicht gekontert? Ich wollte ihn platzen lassen. Ach so. Hat nicht so ganz funktioniert. Es dauert anscheinend eine Weile. Ah, noch einmal treffen, dann gibt es wieder eine schöne Kombi. Die machst du lieber als die andere, oder? Hm? Ja. Der andere killt halt immer in Instant. Das wird ein ewiger Kampf. Die kommen von allen Seiten angerannt. Ja, dann gut, dann sagen wir... Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, dann wird der Kampf vorbei sein. Da kommt, nee, da, achso, da kommt rein. Nee, es ist machbar. Okay. Da kommen keine neuen mehr. Du sagst erst... Ja, ich dachte erst, es kommen immer mehr, aber jetzt kommen gerade keine mehr. Sei denn, einer holt jetzt Verstärkung, dann wird es vielleicht nochmal mehr werden. Nein, ich sehe keinen. Ja, sind doch alle tot. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit und mögen die Uruks mit euch sein. Tja, meine Freunde Mittelerde, ist auch dieser Part von Mittelerde Mordorschatten ist leider schon vorbei. Doch keine Sorge, es geht natürlich weiter. Weiter geht's, wenn ihr auf das bereits laufende Video klickt, dort kommt ihr zum nächsten Part. Außerdem könnt ihr auf den Abonnieren-Button drücken, dann werdet ihr in Zukunft garantiert keinen Part mehr von Mittelerde Mordorschatten verpassen. Außerdem könnt ihr diesem Video natürlich einen Daumen nach oben geben, worüber ich mich natürlich sehr freuen würde. Und ihr könnt mich mal auf Google Plus besuchen, auf Facebook oder auf Twitter. Dort werde ich auf jeden Fall mit euch schreiben, wenn ihr das wollt. Ja, jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen. Möge die Macht mit euch sein.
Naja, wenn du nichts klickst, dann bleibt mir sogar noch mehr als eine Sache zu sagen. Da bleibt mir nämlich zu sagen, dass du klicken sollst. Das glaubst du mir nicht? Du, ich sag dir, dieser Geist da, der kann dir ganz schön auf den Geist gehen. Da helfen auch keine Ghostbusters mehr. Tja, was soll's. Dich kann wohl nicht mal mehr die Monster-AG gruseln, deswegen würde ich sagen, hast du auch dieses Mal gewonnen und kriegst so viele, nicht mehr Elefanten, nein, Olifanten, wie du fangen kannst. Viel Spaß mit denen. Servus.